Zum ersten Heimpflichtspiel der Saison empfing der Dessau-Roßlauer Handballverein mit dem Wilhelmshavener HV einen direkten Kandidaten um den Einzug in die eingleisige zweite Liga. Im Fußball nennt man sowas ein 6-Punkte-Spiel. Dessen schienen sich in der Anfangsphase der Partie vor allem die Gäste bewusst zu sein. Während bei den Hausherren nicht zusammenlief, überzeugte der WHV mit schnellem, druckvollem Spiel. Dessau musste nachlegen und blieb das Ziel stetig vor Augen, an den Gästen dran. Als Wilhelmshaven aber noch eine Schippe drauflegte, konnten die Beavers nicht mehr folgen. Tor um Tor zogen die Gäste davon. Beim 10:15 deutete sich ein Debakel an. Der HV-Trainer Peter Püser reagierte mit der Auszeit und personellen Veränderungen. Flödel, Neuzugang Stribatz und Müller sollten es richten. Keine zwei Minuten später feierte Stribatz seinen Einstand mit dem ersten Tor für seinen neuen Verein und plötzlich waren die Gastgeber wieder im Rennen. Man spürte der Mannschaft förmlich die Lust am Spielen und den Willen gewinnen zu wollen an. 5 Treffer in Folge bedeuteten die Wende im Spiel, der Krampf endlich gelöst. Vor allem die Tore von Falco Müller gaben der Heimmannschaft Sicherheit. Und auch nach dem Seitenwechsel war es jener Falco Müller, der den WHV auf Distanz hielt. Noch in der letzten Woche gehörte Müller nicht einmal zum Kader. Überhaupt schien nach dem Wechsel eine andere Mannschaft auf dem Parkett zu stehen. Der DHV verteidigte seine hart erkämpfte Führung, alles schien in die richtige Richtung zu laufen, als Stribatz mit seinem zweiten Treffer zum ersten Mal im Spiel eine 3-Tore-Führung für Dessau-Roßlau herstellte. Doch wer dachte, die Beavers würden den Sack frühzeitig zumachen, wurde eines Besseren belehrt. Leichtfertig wurden beste Chancen hergegeben, der Ball vertändelt und so dem WHV die Chance gegeben, zurückzukommen. Als Flödel 2,5 Minuten vor dem Ende zum 34:30 traf und Rudo in Unterzahl diesen Vorsprung bestätigte, war der Drops gelutscht. In der Arena hielt es längst niemanden mehr auf den Stühlen. 1300 Zuschauer feierten ihren DRHV und ein Spiel, das viel Krampf, Kampf und aus Dessau-Roßlauer Sicht das richtige Ende zu bieten hatte. Ich hätte mir in manchen Phasen noch ein bisschen mehr Ruhe gewünscht, da wo wir die spielerische Sicherheit auch wiedergefunden hatten. Gerade so Ende der zweiten Halbzeit, da hätten wir doch einige in einer ruhigen Passage mehr gemacht als in diesem Druckspiel nach vorne. Aber ich denke mal, die Mannschaft hat auch in diesem Offensivspiel gezeigt, dass sie in der Lage ist, über 30 Tore zu schießen. Alles andere, ob schön Spiel oder nicht, interessiert mich eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wir haben 2 Punkte, das ist das Allerwichtigste. Und bedanken möchte ich mich bei den Zuschauern, die hier gekommen sind und trotz der Rückschläge immer wieder zur Mannschaft stehen. Wir haben am Anfang sehr gut agiert, ja, die ganze gesamte erste Halbzeit, haben natürlich einige Dinge dann nicht bekommen, die wir eigentlich hätten bekommen müssen aufgrund des Foulspiels. Und so sind wir dann leider in der zweiten Halbzeit zwar nicht eingebrochen, aber dann konnten wir das Blatt nicht mehr positiv wenden. Wir haben leider nicht den Ausgleich erzielen können und so nehmen dann die Dinge ihren Lauf. Die Beavers holten sich ihren verdienten Lohn und gingen mit ihren Fans auf Tuchfühlung. Spieler des Tages war Falco Müller mit seinen 7 Treffern. Ja, Glückwunsch an Falco. Ich denke mal, er hat die Zeichen erkannt, er hat sich eingebracht. Die Chancen, die er bekommen hat, die hat er genutzt. Hätte er die vorher schon genutzt, wären wir ja nicht in eine Problemdiskussion gekommen. Aber ich denke mal, der Falco hat auch in der Abwehr gezeigt, dass er gewillt ist, weiter es umzusetzen. Vorneweg, aber es ist nicht nur er. Ich denke mal, auch andere haben dort Akzente gesetzt. Aber er, denke ich mal, heute mit ein kleines Sonderlob. Bleibt zu hoffen, dass der Aufwärtstrend bestehen bleibt und nachgelegt werden kann. Vielleicht auch einmal auswärts, am besten schon nächste Woche in Rostock.